Wir können das. Warum? Was ist da in uns angelegt? Wir kennen diese alte biblische Geschichte, dass schon auf der ersten Seite der Bibel diese zwei Komponentenlehre dort aufgemacht wird. Also wir sind Adam, wir werden von der Adama, vom Erdboden genommen. Gott bildete den Menschen vom Erdboden, deshalb heißt er Adam. Aber er ist nicht nur Adam. Er wird zu einem lebendigen Wesen, in dem Gott seinen Lebensatem in diesen Erdklumpen hineinbläst. Auch da ist schon diese zwei Elemente sind schon angedeutet. Deshalb einfach zu sagen, also das mit Leib und Seele, das ist unbiblisch und das geht nicht. Aber das hat diese Theorie, es ist eine Theorie, hat tiefe Auswirkungen bis hinein in unsere Totenliturgie, bis in alle Gebete. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil konnte man relativ frei von der Seele sprechen, auch für die man betet, die weiterlebt, die sich einem Examen unterziehen muss. Alles, das findet man heute de facto nicht mehr. Diese Rede ist aufgegeben worden. Eine Theorie. Modeerscheinung. Gibt es inzwischen viele Widerlegungen, aber dann entstehen zu einem bestimmten Zeitpunkt Liturgie-Revisionen, da werden Bücher gemacht und dann hat man, es gibt ganz unzählige Beispiele. Das ist immer die Gefahr, wenn man nicht kritisch genug ist oder wenn die Liturgie auch machen. Liturgie ist natürlich auf der einen Seite immer etwas Gewachsenes. Deshalb darf man, und das ist der große Vorwurf ja an die letzte Reform, dass eine breite Heerschar von Technokraten kam und gesagt hat, wir machen das jetzt. Die waren natürlich nicht alle böse, ja. Aber heute im Abstand von 40 Jahren sieht man zum Beispiel, was im Stundengebet, was die Psalmenverteilung angeht, da hat man einfach überhaupt keine Rücksicht. Es gab einen Psalter, der aus dem Alten Testament herausgewachsen ist, in der Ordnung von 1 bis 150. Puh, Quatsch. Kommen wir jetzt hier 1970, wir haben doch jetzt mal, wir wissen noch mehr als diese ganzen komischen Klabautermänner, die da in Israel rumliefen, einen Psalter zusammengestellt haben vor 2000 oder 2500 Jahren. Wir machen das jetzt mal, wir zeigen euch mal, wie das richtig geht. Und dann hat man einfach diese Ordnung von 1 bis 150 zerstört. Man hat sie einfach zerstört. So sieht heute unser Brevier aus, das Offizielle. Eine zerstörte Ordnung. Manche haben rausgestrichen, wollten wir gar nicht mehr. Das ist einmalig in der Kirchengeschichte, dass sowas geschieht. Und dann, 20 Jahre später, fangen die gleichen Leute, die damals im Jugendlichen, die waren gerade so junge Professoren, ja, fangen die gleichen Leute an zu schreiben, welche tiefe Weisheit die Ordnung des Psalters hat. Weil es eine Stichwortverkettung gibt, weil es sozusagen ein richtig kontextuelles Netzwerk gibt. Das ist mein Lieblingssteckenpferd, auf dem reite ich immer rum, aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Weil wir diskutieren im Moment auch innerkirchlich immer nur die Schwierigkeiten, die wir bei der Messreform haben. Aber auf das Stundengebet schaut gar keiner. Das ist viel, viel schlimmer als in der Messe, was da zerstört wurde. Das ist eines der vielen Beispiele und das gilt auch für die Begräbnisliturgie. Also dennoch die Erfahrung, also eine Deutung, die man in Zweifel ziehen kann, sagt Pieper, die das Ende des leibhaftigen Menschen als eben die Trennung von Seele und Leib versteht und es auch so benennt. Dem Sterbenden geschieht etwas von außen her. Es stößt ihm zu, es widerfährt ihm. Er macht es nicht selber. Da geht sogar so weit, Pieper, dass er sagt, genau genommen trennt nicht einmal der Selbstmörder, indem er sich tötet, selber die Seele vom Leibe. Er löst den Vorgang der Trennung aus, er bringt sie in Gang, er führt sie herbei. Sie selbst jedoch, das eigentliche Ereignis des Sterbens, begegnet auch ihm. Das ist eine sehr interessante Unterscheidung, die man jetzt auch in der, solche Unterscheidungen hätte man vielleicht auch jetzt im Bundestag bei den ganzen Debatten vielleicht mal auch nochmal ernst nehmen sollen. Das ist nicht einfach ein, es ist als nächster Schritt nicht einfach ein Naturvorgang, sondern darin liegt auch immer eine Entscheidung. Also es wird auch ein Ende, so sehr es uns zustößt, ist damit immer auch eine Entscheidung verbunden. Das ist die Schwierigkeit offenbar beim Sterben, weil wir können ja niemanden fragen, wie das ist. Das Sterben richtet aus, früher hat man die Gesichter angeschaut.
Deshalb waren die Totenmasken so wichtig. Man wollte wissen, wie jemand gestorben ist und hat damit auch über das Gesicht eine Auskunft über das ganze Leben gehabt. Ob das Gesicht verzerrt war oder ganz entstellt oder ob es ganz in Frieden war. Ja, manche Tote sehen ja geradezu wieder jugendlich aus, ja, wenn sie ganz entspannte Gesichtszüge haben. Das hat man als Auskunft über das ganze Leben gesehen. Und so sagt das Pieper, er nimmt zwar nicht auf die Totenmasken, also die man abnahm von dem gestorbenen Bezug. Wer ist der Mensch? Zeigt sich im Sterben. Also er nennt das im Tode vollzogene personale Besiegelung des irdischen Daseins. Und es ist die Beendigung dessen, was wirklich ein großes Wort ist und was natürlich tief in die Texte auch der Liturgie eingedrungen ist, was zunächst keine theologische, sondern eine philosophische Beschreibung ist, aber sehr eng mit unserem christlichen Selbstverständnis zu tun hat, nämlich dass dieses Leben hier, diese Lebensetappe, in statu viatoris ist, also im Modus, in der Art der Wanderschaft, der Pilgerschaft. Ich habe jetzt schon ein paar Mal bei einigen Gelegenheiten dieses Wort von Chrysostomus zitiert, der sagt, sag nicht, ich bin ein Bürger. Du hast keine Stadt, du hast keine Bleibe, du bist ein Wanderer, bist du. Also es ist im Grunde tief inspiriert auch, die Väter hatten wirklich eng, die hatten ihre philosophische Ausbildung eben gemacht, von dem, also eine bessere Beschreibung des Menschseins hier gibt es gar nicht, als Viator zu sein. Und Pieper führt dazu aus, es heißt bekanntlich Wanderer, Landgänger, Wallfahrer, Pilger. Der zuletzt genannte Name hat zwar, wie man weiß, eine bevorzugte Geltung bekommen, also wir haben in vielen Kirchenliedern ist von unserer Pilgerschaft die Rede, oder von der Pilgerreise, o heilige Seelenspeise, auf dieser Pilgerreise, o Manna Himmelsbrot. Ist das, nee, das gibt es ja nicht mehr. Wie heißt das heute? Du bist jetzt der Gotteslob-Experte. Wer ist das heute? O wunderbare Speise. Früher hieß das O heilige Seelenspeise. Ist interessant, da haben wir es schon weg. Ja, Seelenspeise geht nicht mehr. O wunderbare Speise. Ja, auf dieser Pilgerreise. Das ist aber noch da. Pilgerreise ist noch da, oder? Ja, ja. Pilger, ja, St. Jakobs, alles gut. Das darf man lassen. Das ist politisch korrekt. Also es ist zu einer Art, so sagt Pieper, gerade in der religiösen Sprache, zu einer Art Fachausdruck geworden, sodass man von der Pilgerschaft des irdischen Lebens spricht oder auch vom Pilgerstand. Natürlich, sagt er, da heftet sich manches Sentimentale auch dran, aber darum geht es gar nicht. In Wirklichkeit ist mit dem Begriff Status Viatoris nicht nur nichts Sentimentales gemeint, sondern auch nicht eigentlich etwas Religiöses oder Theologisches. Gemeint ist vielmehr, dass der Mensch, solange er jetzt im Hiesigen existiere, durch die innere, sozusagen ontologische Qualität des auf dem Wege Seins charakterisiert wird. Also wir können überhaupt nicht anders als auf dem Wege sein. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, auch wenn es im Einzelnen vielleicht Rückschritte gibt oder auch Umwege gibt oder auch Abwege gibt. Aber man kann auch mal stehen bleiben. Nur eine einzige Möglichkeit ist uns versperrt, die Möglichkeit, uns überhaupt nicht unterwegs und auf dem Weg zu befinden. Das ist schlechterdings nicht möglich. Und das zieht sich dann durch alle philosophischen Strömungen interessanterweise. Ja, bis hinein in die, wenn man das jetzt mal so schubladisieren will, in die ganz Linken. Also ob das Ernst Bloch ist mit seinem Prinzip Hoffnung oder natürlich heute immer noch sehr beliebt, einigen kommt er wahrscheinlich schon in Allerheiligen-Litanei vor, obwohl er doch nicht hineingehört, Jean-Paul Sartre, der zum Beispiel das so sagt, das Leben besteht nicht nur einfach hin aus Erwartungen, sondern, Zitat, aus Erwartungen von Erwartungen, die selber auf Erwartungen warten. Das dürfen Sie jetzt auch nicht für die Weihnachtskarte nehmen, das ist vielleicht jetzt nicht so passend. Aber selbst hier, in einer, sagen wir, vollkommen linken Philosophie und vollkommen säkularisierten Philosophie, ist das Ferment, ja,
dessen, der Grundüberzeugung und im Grunde genommen auch einer Kommunikationsmöglichkeit mit einer solchen Philosophie als Theologe noch gegeben. Man kann sich schon mit, wenn man mit sagt, da können wir nicht mehr sprechen jetzt, aber man findet zumindest auch einen Punkt noch, oder bei Ernst Bloch, ja, da habe ich auch noch einen, ja, das Eigentliche ist dem Menschen wie in der Welt ausstehend, wartend. Der Mensch ist etwas, das noch gar nicht gegenwärtig ist und eben deshalb Geschichte hat. Also da, Ernst Bloch, ein Marxist. Aber es gibt zumindest noch Anknüpfungspunkte. Es gibt noch letzte, wenn auch ganz säkularisierte Theorien, die dennoch einen Berührungspunkt haben, von dem sie ja ausgehen. Ich meine, auch intelligente linke Leute leugnen ja nie das kulturelle Umfeld, aus dem sie eben auch geworden sind. Man fängt nie an, bei Null anzudenken. Also eine der wichtigsten Auskünfte, die Philosophie über den Menschen machen kann, ist dieser Pilgerstand, dieses Unterwegssein. Die Auskunft des Todes besagt, dass der Mensch im Augenblick des Todes schlechterdings aufhört, unterwegs zu sein. Sterben heißt den Weg beenden, wie auch die viatorische Verfassung des Daseins selbst. Dann kommt Pieper auf eine sehr interessante Beobachtung zu sprechen. Und so sehr er sagt, es gibt viele, viele Argumente gegen die Todesstrafe. Aber man kann eine sehr interessante Entdeckung machen bei Menschen, über die diese Strafe verhängt wird. Etwa als Beispiel nimmt er den Graf Moltke, der von den Nazis umgebracht wurde, und der schreiben kann, als Junge, wie alt war der, glaube ich, 34 oder 37, 37 war er höchstens, schreibt an seine Frau, er stirbt vor seiner Hinrichtung, er stirbt jetzt lebenssatt. Denken wir, wie kann das ein 37- oder 34-Jähriger, wie kann das einer in den 30ern schreiben, wo er weiß, er wird gleich gehängt? Darauf kommt Pieper zu sprechen, ich will das ein bisschen ausführen. Es sieht übrigens fast so aus, als sei es wirklich der Tod, den diese Nötigung zu einer inneren Freiheit vor Augen bringen muss und dass überhaupt eine Freiheit in den Blick kommt. Anscheinend gibt es keine menschliche Erfahrung, die aus sich selbst mehr reinigende Kraft besitzt als die Erfahrung der Todesnähe, welche sich möglicherweise bereits ankündigt in einem äußersten Schmerz oder in der Erschütterung durch einen schweren Verlust. Jedenfalls ist es eine bedenkenswerte Sache, dass die Menschen offenbar niemals auf den Gedanken gekommen sind, einem Glücksfall eine läuternde, eine reinigende Wirkung zuzuschreiben. Wir selber wissen es im Rückblick etwa auf die Jahre des Krieges sehr gut, dass wir niemals innerlich so sehr richtig und in Ordnung gewesen sind, wie im Augenblick höchster Lebensgefahr. Wobei uns zugleich dieser Zustand des von Grund auf Richtigseins, obwohl uns rein durch äußere Bedrängnis abverlangt, als ein Zustand höherer Freiheit in der Erinnerung ist. Solcher Art Erfahrung steht wohl auch hinter Kierkegaards Tagebuchnotiz: Im Augenblick des Todes ist dem Menschen durch die Situation geholfen, so wahr zu werden, wie er kann. Beobachtung und Aufzeichnungen eines Gefängnispfarrers, der Zeuge von Hunderten von Hinrichtungen geworden ist. Der hat seine Erfahrungen niedergeschrieben, das zitiert auch Pieper. Angesichts des Todes habe es sich gezeigt, so heißt es in diesem Bericht, dass Schuldbewusstsein nicht in psychologischen Atavismen oder psychotherapeutisch aufhebbaren Belastungen besteht, sondern in der Erkenntnis falscher Lebensentscheidungen. Also Schuldbewusstsein. Ich habe was falsch gemacht. Das kommt entgegen. Nicht in den verschiedenen, das sind sozusagen fast, ich sage das mal sehr salopp, Nebelkerzen, wenn wir das psychologisieren, sondern in der Erkenntnis falscher Lebensentscheidungen. Und dass solche Schuld nur durch Vergebung aufgehoben werden kann,
mag es nun Vergebung Gottes oder der Menschen sein. Unvergebene Schuld ist gerade bei bewusstem Sterben das schwerste Hindernis, gefasst und gelassen in den Tod zu gehen. Bis dahin, schreibt dieser Gefängnispfarrer, dass man das verhängte Unrecht, also wie zum Beispiel von den Nazis zum Tode verurteilten, das ist ein Unrecht gewesen, dass die Größe und die Gelassenheit des Sterbens noch darin besteht, dieses Unrecht zu vergeben und den Tod anzunehmen. Wenn man das liest, kann man im Grunde genommen schon mit Händen greifen, wo die Defizite heute auch in der Pastoral sind. Wenn man Menschen erlebt, manchmal im Krankenhaus, wo die Verwandten kommen und sagen, man kann es nicht mehr mit ansehen, er kann nicht sterben oder sie kann nicht sterben. Das ist ganz genau auf das der Grund Sprachlosigkeit. Beichtpraxis, der Papst hat es gestern den deutschen Bischöfen persönlich, höchstpersönlich gesagt, die Beichte ist in eurem Land tot. Der gestern zum Abschluss des Adlimina-Besuches, er hat es ein bisschen schöner gesagt, aber die hat noch nicht mal von einer Krise gesprochen, sondern ist de facto nicht mehr da. Was bedeutet so eine Aussage, wenn wir das jetzt einmal hinunterdeklinieren in den Bereich des Sterbens? Was bedeutet das? Also nicht nur, dass auch Katholiken massenweise sterben, ohne dass sie das Bußsakrament empfangen haben. Das ist jetzt die sozusagen, sage ich mal, von der kirchenamtlichen Seite. Heißt aber doch auch, dass automatisch klar ist hier, sie erschweren sich das Sterben. Sie nehmen automatisch einen unglaublich schwierigen, und da, meine, auch die Bußandacht, ich nehme jetzt gar keine mehr wahr, das war ja so zumindest mal jahrzehntelang der Renner, und damit hat man sich irgendwie getröstet, dass man noch irgendwas tut, dass Buße auch mal noch vorkommt. Ja? Aber gibt es inzwischen ja auch, selbst die gibt es ja nicht mehr. Hier in der Stadt, ich habe die letzten jetzt vor Ort, ich sehe das überhaupt gar nicht mehr in den Gottesdiensten, das ist komplett weg. Aber was heißt das für das Sterben? Großes Fragezeichen. Das sehe ich auch in keinem Pastoralplan. Wir verschwenden Papier und Energie und Menschenkraft und Geisteskraft auf alles Mögliche. Aber diese Fragen, finde ich, in dem, wie das Handeln konkret aussieht der Kirche, schwierig. Pieper geht noch einen Schritt weiter. Wenn er fragt, wie macht man das denn nun mit, das ist jetzt gerade ein konkretes Beispiel mit dem Bußsakrament gewesen, aber wie bereitet man sich denn auf den Tod vor? Ich habe heute die Predigten, die ja Frau Schreiner immer aufnimmt, als ich heute Morgen die von gestern Abend auf Facebook gepostet habe, auf der Klosterseite, habe ich dazu geschrieben, die Auslegung war ein bisschen inspiriert und verbunden mit dem Messformular, das ich im November einmal in der Woche nehme, um einen guten Tod. Immerhin gibt es das Messformular noch im offiziellen Messbuch. Es ist nicht eine apokryphe Quelle, woraus ich da heraus zelebriere, das mache ich ja nicht, sondern es steht im Messbuch, steht da ganz, ganz hinten, aber es steht drin, um einen guten Tod. Ich fürchte, das Messformular wird selten verwendet. Aber es scheint mir nicht ganz unwichtig zu sein. Aber wie bereitet man sich darauf vor? Wir kommen da gleich noch in anderen Punkten drauf, wenn wir gleich Josef Ratzinger noch zuhören. Pieper schreibt, wahrscheinlich ist überhaupt das sogenannte Denken an den Tod nicht die rechte Weise, das Sterben zu lernen. Georges Bernanos lässt in einer seiner letzten dichterischen Arbeiten im Dialog der Karmeliterinnen die sterbende Priorin sagen, in jeder Stunde meines Lebens habe ich über den Tod fromme Betrachtungen angestellt, aber das alles nützt mir jetzt gar nichts. Und als es dem Philosophen Peter Wuß zur Gewissheit wird, dass er sein Krankenlager nicht mehr verlassen werde, fragt er in einer Tagebuchnotiz mit offenbar tiefer Bestürzung, warum nun alle Philosophie versage. Die einzig sinnvolle Vorbereitung auf den Tod und das wirkliche Sterben lernen müsste wohl, so scheint es darin bestehen, dass man sich, ohne vielleicht eigens an den Tod zu denken oder gar davon zu reden, auf irgendeine Weise einübt.
in die dennoch niemals antizipierbare, also das kann man nicht vorwegnehmen, letzte freie Entscheidung, die dem Menschen zugemutet wird, wenn er stirbt. Von welcher Art ist diese letzte Entscheidung? Und darauf gibt Pieper eine Antwort. Sie ist bisher mit einer einigermaßen neutralen Kennzeichnung als totale Verfügung des Menschen über sich selbst charakterisiert worden. Dieser letzte Moment, wo ich gehen muss, dieser letzte Schritt in diesem Status Viatoris, als totale Verfügung des Menschen über sich selbst. Aber was aber wird hier des Näheren und Genaueren verfügt? Wie müsste diese Verfügung beschaffen sein, wenn ihr wirklich der Weg des hiesigen, leibhaftigen Lebens zu dem mit ihm selbst Gemeinden zu Ende kommen soll? Die überzeugendste Antwort, welche auf diese Frage zu haben ist, besagt Folgendes. Die letzte Verfügung des Menschen, mit welcher er sein irdisches, viatorisches Dasein zugleich beendet und vollendet, ist ein im strikten Sinn kultischer Akt liebender Hingabe, worin der Mensch sein Todesschicksal ausdrücklich annehmend sich selber mitsamt dem ihm jetzt entgleitenden Leben Gott darbringt und überliefert. Und natürlich schreibt Pieper gleich, ich habe jetzt natürlich den Boden des Philosophischen verlassen. Ich bin sozusagen klar in die theologische Abteilung übergewandert. Aber es ist die einzige verlässliche Auskunft, wie man Sterben, wir sagen das heute, bewältigen kann. Ich sage das nochmal. Ist ein im strikten Sinn kultischer Akt liebender Hingabe, worin der Mensch sein Todesschicksal ausdrücklich annehmend sich selber mitsamt dem ihm jetzt entgleitenden Leben Gott darbringt und überliefert. Fällt jemand mal ein Schrifttext ein dazu? Klar. Aber einen, den wir beten? Naja, in jeder Komplett ist das Responsorium, in deine Hände, Herr, empfehle ich mein Leben. Du hast mich erlöst, o Herr, du treuer Gott. Das ist gerade die Komplett, schon wieder ein eigenes Thema, ja, aber gerade die Komplett hat ja ganz stark auch dieses, der Tag geht zu Ende, ja, hat immer die Konnotation auch, dass das Leben zu Ende geht und die Übergabe des Lebens. Weil die Nacht, wir sprechen ja auch von der Nacht des Todes, ja, die Nacht des Schlafes, ja, des Schlafes, Tod des Schlafes, Bruder, ja, dieses Weggetretensein, ja, und diese Nichtwahrnehmung, die alle mit dem Schlaf verbunden ist, hat ja etwas sehr, zumindest für uns eine ähnliche Erfahrung, die andere können wir nicht, die andere haben wir einfach nicht, die werden wir nur einmal haben. Und natürlich jede Eucharistie ist ein solcher Akt der Selbstübergabe. Das was wir sehen, wenn wir die Gaben auf den Altar legen, Brot und Wein, wir bringen uns immer selber. Und wenn man die, wir haben dazu schon mal hier gearbeitet in dieser Runde, zumindest in diesem Raum, vielleicht nicht genau identisch mit den Personen, aber was bei der Eucharistie geschieht. Es ist ja immer eine Verwandlung der Gaben, wie auch der Kirche als solche, also der Personen, die da sind, die sich selber in diesen Gaben bringen. Das ist die Epiklese, die Anrufung des Geistes, nie nur über die Gaben, sondern auch über die versammelte Kirche. Und die vollzieht natürlich in der Spur Jesu den Akt der Selbstübergabe und der Selbsthingabe. Ich lasse es mal mit den philosophischen Bemerkungen hier, die spielen immer noch mal eine Rolle. Machen wir ein kurzes Päuschen zum Durchatmen und dann gehen wir zu Josef Ratzinger.